So, da sind wir immer noch bei Marina One. Seit dem letzten Spiel ist nicht viel passiert. Also gar nichts, außer dass ich drei Tasten gedrückt habe. Und jetzt machen wir uns hier mal auf zum vierten Spiel. Es steht 2:1 bis jetzt für mich. Also zumindest schon mal ein bisschen was bei rumkommt, tut ja. Ich würde ja gerne mindestens 4 oder 5 Siege mit nach Hause nehmen. Das letzte Spiel habe ich dann glücklicherweise dadurch gewonnen, dass ich im letzten Moment rausgekriegt habe, dass Shadowflame ja auf alle Minden-gegnerischen Minions den Schaden macht von dem Vieh, das man opfert. Was ziemlich geil ist. So, ich würde übrigens gerne mal einen Nose- und Mouse-Bracer oder irgendwas anderes, also einen schlechten Gegner würde ich gerne mal kriegen. Nicht mal so ein... Oh nein. Also ich hoffe, man kann Priest nicht so nervig bauen in Dings. In Dwarf, weil... Sabina heißt... Oh Gott. Ja, gut, hier... Ja, ja, das Townvieh ist ja ganz geil und so, aber... Ach... Es ist mein Zug, das ist ja schön. Oh, ich rieche auch richtig viel Blut. So, End of Turn. Ah, das Shadowflame allen macht. Ah, das macht dann. Ah, das macht das so viel stärker, diese Fähigkeit. Ah ja, gar nichts, ist ja auch nicht schlecht. So, aber ich kann leider auch nichts machen, außer Live-Tappen, das mache ich dann auch mal. Okay, das ist. War jetzt natürlich auch nicht so geil. Ja, vor allem kann er sich sowieso wieder heilen. Das war total dumm, das gerade zu machen. Obwohl, na gut, er wird sich wahrscheinlich nicht heilen, oder? Oh Gott, was kommt jetzt? Am besten noch was mit 3-1. 3-1 wäre super. Nee, das ist scheiß Vieh. Oh. Ah, der Goblin-Auktionier, der ist natürlich... Ach nee, wie heißt der richtig? Gadget-Zahn-Auktionier, na gut. Der ist prinzipiell nicht schlecht. So, und da ich gerade nicht so viele Möglichkeiten habe, sage ich mal, ich lasse meinen scheiß Worgen da in den Tod laufen. Dann hat er zwar immer noch einen Golem, aber... Kann ich seinen Golem nicht eigentlich irgendwie trickreich tot machen? Also... Ich würde den Mortal Coil eigentlich... Naja, sonst haut er mich halt. Er haut mich so oder so mit 2, egal was passiert. Obwohl, ja, wenn ich das jetzt. Wenn ich den Golem jetzt tot. Obwohl, nee, haha, großer Fehler. Ja, nee, das. Ja, ich spiele diese Runde meinen eigenen Golem und tau ihn einfach nochmal ins Gesicht. Ach, ja, der Priester mit seiner Heilfähigkeit, ja, doch. Also ich muss Viecher auf jeden Fall instant tot kriegen, sonst hält er die wieder hoch und das könnte lästig werden. Ja, die Heilfähigkeit, die konnte ich mit... Ich habe bis jetzt, glaube ich, einmal Priest gespielt oder so, da konnte ich die Heilfähigkeit ja noch nicht so gut einsetzen, aber... Get in there and fight. Na, fuck. Wer rechnet damit sowas? Oh, das macht das? Was? Als heilt er gerne. Ah, was machen wir jetzt so? Das Vieh umhauen mit meinen Golem. Also. Ah, der Golem ist sowieso 2-1, also so, bringt also alles keine Punkte. Ach ja, ich kann ja mal ein Town-Spiel spielen, fällt mir gerade so ein. Ja, gut, dann machen wir das halt. Ja, dann haben wir noch Mordcoil drauf, das müsste ja dafür sterben. Jo, och. Ich kann natürlich leider nicht mehr genug Mana für mein Town-Spiel, das ist mir gerade so aufgefallen, aber ist ja auch egal. So, turn a phantom menu from the battlefield to your hand. Das möchte ich eigentlich später nochmal ausnutzen. Ja, mein Vieh stirbt ja so oder so. Der Squire, der bringt ihn ja. Ich möchte... Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Bounce-Effekte hat. Ach, ich hau das Vieh jetzt. Ach, ich hau den jetzt einfach ins Gesicht und nehme selber Schaden. Na, den möchte ich nicht spielen. Den möchte ich nicht spielen. Weiß nicht, ob es so klug war, ihn jetzt 4 Schaden überzulassen. Aber was willst du machen, ne? Ah, das zu machen. Okay. Gut, dass ich den Scheiß jetzt nicht gespielt habe. Das wäre sowas von schief gegangen. Ich würde jetzt übrigens gerne das Flame-Dings ziehen. Das wäre jetzt voll gut. Nein, das ist leider nicht. Egal. Wir haben hier lauter Viecher, die nicht viele Lebenspunkte haben. Also alle mit einem. Ah, jetzt hier so eine Explosion. Aber egal, guck mal, siehst du, den Spellbreaker haben wir auch noch. Mann, ich hab ja so viele Möglichkeiten in meiner Hand. Ja, den möchte ich später spielen, den Gadget-Zahn auktionieren. Und zwar denn, wenn ich auch ein bisschen mehr Viecher spielen kann. Ja, ich wundere mich hier auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nö, ich glaube, ich belasse es bei ihm hier. Nochmal live-tappen kann ich nicht. Ihn möchte ich nicht spielen. Aber da kriegen die ihn tot. 2, 5, 3. Ja, kriegen so, okay, ich möchte ihn doch spielen. Why do you call? Wenn er nicht tolle viele Möglichkeiten hat, seine Viecher nochmal hochzuheilen, dann sterben die zum Glück alle beim Versuch des Angriffs. Ich weiß gar nicht, ob es so klug ist, so viele Schaden gegen so einen Heiltypen zu nehmen.
Aber ich warte ja nicht immer noch auf den AOE-Schaden, den ich hier noch eventuell bringen kann. Also viele Viecher, die vom Bord liegt. Oh, das Vieh muss sterben. Oh, das Vieh muss sowas nicht sterben. Ach, ich silence das einfach. Haha. Oh, er haut nicht alles weg, das ist ja schön. So, warte mal, ich hab doch hier meinen Spellbreaker, ne? Wie stark ist denn der Spellbreaker? 4 Dings. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das... Oh, fuck, yes. Ich silence das Vieh erstmal, bevor das Vieh noch stärker wird. Nur so für den Fall. Your magic shall not lass das so funktionieren, wie ich denke. Ja, ist das, wie ich mir denke? Achso, ich muss das sogar wählen. Drink with me, friend. So, den hätte ich gerne wieder. Wenn er Charge hätte, wäre es natürlich noch cooler. Dann könnte ich ihn nochmal ausspielen, aber da kann ich leider nicht. So, dann hau ich, glaube ich, noch den Squire um, oder? Ja, ich glaube, ich hau den Squire um. Den Golem, den kann ich nicht machen. So, schön. Habe ich vor allem das Silence Fino auf der Hand. Das ist klasse. Ach, Mann. Wie, er macht 4 Damage für sich selber. Achso, den kann... Ach, na gut, der ist für den Priester natürlich genial, weil er kann sich nochmal heilen, ne? Macht er jetzt... Ach nee, kann er noch nicht machen. Naja, gut. Taunt Enrage 3. Ba-ba-ba-ba-ba. So, den könnt ihr mittlerweile den auch schon hier spielen, 2 Karten mit ihm ziehen. Möchte ich aber eigentlich nicht. So, auf jeden Fall möchte ich erstmal meine Wand opfern, glaube ich, jetzt. Oh nee, ich glaube, ich opfer einfach meinen scheiß Pantaren Baumeister hier. Oder was habe ich noch für Möglichkeiten? Ich habe noch so Freeze-Elemente. Flame. Wird das hier auf jeden Fall als nächstes heilen? Das ist ein bisschen doof. Das möchte ich ja nicht vermeiden. Ihm habe ich noch. Ich könnte noch Mortal Coil spielen. Ja. Spell Damage plus 1 möchte ich eigentlich nicht auf dem Tisch lassen. Na gut, das Vieh hat auch noch Town. Kann ich mir das leisten? Mortal Coil ist zwar ein Ding, was ich eigentlich gerne mit den Auction hier gespielt hätte zusammen. Einfach um Card War zu haben, aber der hat. Also ohne Town möchte ich eigentlich nicht auf den Tisch packen. Ach, warte mal. Es wehrt zwar wieder mal nur einen Schaden ab, aber sollt. Mann, Grizzly. Ich wollte eigentlich schon mal gucken, was. Ach, das steht hier wieder auch so. So. Der Typ ist echt. Das ist Minion Attacks, aber es könnte jetzt Hells. Ach du Scheiße. Ja. Gut, Zeit selber. Extrem nervig. So. Was jetzt natürlich ziemlich geil ist. Na gut, das ist auch ziemlich geil, das zu ziehen, finde ich. Aber, was auch ziemlich geil ist, ist, ich kann ja nochmal meinen Spellbreaker nochmal spielen. Taunt Enrage. Ich möchte ehrlich gesagt noch nicht zu viel auf den. Your magic shall not save. Das finde ich schon mal geil. Weil jetzt ist das da eine ziemlich sinnlose Wand, der Lightspawn. So, ich glaube, ich ignoriere den jetzt auch erstmal in der Hoffnung, dass er den nicht irgendwie buffen kann. Ja, mache ich auch. So, und dann haue ich ihn, glaube ich, ins Gesicht mit meinen Typen. Ja, den Gadget-Zahn, den behalte ich mir mal zurück. Nee, 3 Schaden, das hebe ich mir auf für das so Karte. Ich zieh mal lieber noch eine Karte. Na bitte. Dann haue ich nochmal ins Gesicht. Ich meine, ich muss ihn auch immer mal tot kriegen, ne? Ja. Alter, also Silence Fee zu bouncen war auf jeden Fall eine der besseren Ideen, glaube ich. Ah, scheiße. Ah, ein Cantrip Drake. Ah, der ist ekelhaft. Heil dich nur. So, destroy a Minion, restore dann, na bitte. So, aber ich glaube, der Drake, der ist jetzt nicht so dolle groß, dass er mich jetzt übermäßig nervt. So, den Auction hier möchte ich ja nicht immer noch nicht durchballern, weil... Ah, das ist ja eigentlich super, dass der Auction hier, der ist klasse, ey. Ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, das als das hier. Leider. Den Grizzly? Was habe ich denn noch so? Ja, ich mache jetzt mal das hier. Ich meine, eigentlich muss ich ja nur Zeit schinden, oder? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich hier... Ich will ihn ja nicht schnell... Also, das ist... Dann tappen wir mal live. Shadow Flame. Ah, Tempting. Den Spellbreaker, der hat eigentlich seinen Sinn erfüllt, nicht wahr? Ja, wenn er nächste Runde noch lebt, mache ich es, glaube ich. Am besten ja spielt noch irgendwas, dann mache ich das recht. Dann hau ich mir den Spellbreaker weg. 4 Schaden auf alles, ist auf jeden Fall schon mal geil. Ah, kacke. Shadow Girl's dead. Ah, ekelhaft. Ekelhaft sowas. So, ich habe natürlich immer noch die Shadow Flame und vor allen Dingen habe ich ja immer noch...
Ja, ich kann ihn, glaube ich, erstmal für ziemlich viel ins Gesicht hauen, aber dann hat er noch seine beiden Viecher, mit denen er mich ernsthaft verletzen könnte, ne? Also gerade der Tempel-Enforcer, der ist eigentlich nichts, was ich auf dem Tisch liegen lassen möchte. Ja, den muss ich dann, glaube ich, mit Siphonic Soul weghauen, denke ich mal. I wonder. Ja, ich wundere mich hier auch, was ich hier bloß tun sollte. Ja, ich hau den mit Siphonic Soul weg, da bringt ja alles nichts. Dann lebt zwar dieser dumme Drache noch, aber was willst du machen? Also erstmal ihn ins Gesicht hauen. Dann. Shadow Flame, das war ein dezember All Active. Jo. So, das macht die Lage schon mal deutlich sauberer als vorher. Dann haben wir immer noch den Typen mit 6 Schaden und die kriege ich leider auch so schnell nicht tot. Oder habe ich noch was, um 6 Schaden zu machen? Ja, warte mal, ich könnte natürlich auch einfach Hellfire spielen, wa? Da lebt meiner sogar noch. Hellfire ist klasse. Ja, ist ja gut. Ja, ich denke mal, das war's. Von meiner Seite her. Da habe ich vor allen Dingen Siphonic Soul noch übrig. Das ist auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, er hat kein Board mehr. Das war mir jetzt ziemlich... Was? Mein Kontroll jetzt ernsthaft? Ja, gut. Das Vieh hat eh nur noch 2 Lebenspunkte. Insofern ist das jetzt nicht so der Oberhammer. So, ich denke mal, es wird Zeit für den Goblin-Auktionier, würde ich mal sagen, wa? I got the best deals anywhere. Jo, so, dann erstmal das Ding hier. So. Wenn er will casten. Achso, Spellcasten. Naja, gut, das. Ich dachte eigentlich, Spellcasten ist Kreaturspiel. So, da habe ich jetzt, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht. Ja, dann muss ich erstmal das Vieh mit Town spielen. Hilft ja alles nichts. Wie viel habe ich noch? 3. Ja, gut. Ja, der kriegst du dann mit Town. Das kauft ihn leider eine Runde. Das ist ein bisschen schade. Andererseits kann ich jetzt hoffen, dass er sich dahinter jetzt versteckt und dass er jetzt noch ein Town-Vieh spielt und denkt, er ist sicher. Und ich ihn dann schön mit ihn dann wunderschön von hinten weghauen kann. Aber ich habe selber nur noch 15 Lebenspunkte, also. Nee, ich bin gegen den Fire Imp eigentlich. Den brauche ich jetzt nicht. Ich habe genug Schaden auf dem Board liegen, um ihn zu töten. Na gut, knapp. Ich möchte es eigentlich jetzt nicht übertreiben, also ich möchte eigentlich nicht, ja. Mein Kontroll für 10 Mana, alter Schwede. Kauft ihr natürlich jetzt einen Zug. Wenn ich jetzt Mage wäre, spiel schon lange drin. Ah, scheiße, aber klar. So was hätte man rechnen müssen, wa? Aha. Ja, gut. Er will's ja nicht anders. So, haben wir hier einen Auktionier platt gemacht. Das finde ich natürlich jetzt sehr ärgerlich. Gesicht mit ihm. Dann die Tiger. Divine Shield, immer gut. Komm, jetzt reicht's mir auch mit ihm. Aua. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob er noch eine Antwort darauf hat. Der Tiger trifft ihn definitiv. Da kann er die wenig gegen machen. Ja, kacke. Langsam wird's dreist. Der hält sich hier künstlich am Leben, habe ich das Gefühl. Ja, das wird zu machen, wa? Also ich krieg langsam übrigens ein bisschen Angst von meinem Teamleben, dass er mich nicht vielleicht doch irgendwie relativ schnell irgendwie noch spontan töten kann. Was ich nicht so geil fände, aber ich habe auch nichts, um ihn jetzt mal instant umzuhauen. Ich kann auch einen Gigi spielen und noch einen Ogre machen hier. Ja, Live-Tap möchte, wie gesagt, Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was er jetzt noch hat. Aber wenn er jetzt irgendeine große Kreatur spielt, die ich tanken kann. Okay, gut. Ja. Ja, die retten ihn natürlich auch nicht, die Drachen, ne? Well played. Ja, danke. You have been. Wuhu! Ah. Er geht immer voran, mein Hex. Oh, was, gleich 2 Level gestiegen? Oder fehlt jetzt hier ein Millimeter? Dieser Arena Ones, ne? So, damit haben wir schon mal 3 Siege. Damit sieht der Schlüssel schon mal Bronze farmen. Der war doch vorher schon goldig. Was ist das denn? Egal, versuchen wir es in der nächsten Runde. Ah, dieser Arena-Ranz. Arena dauert doch ganz schön lang, muss ich sagen. Wenn man ein bisschen was gewinnt, dann zieht sich das. Also so 10 Minuten dauert so ein Spiel, wenn man sagt, mein Timer, so 12 Minuten, je nachdem, wie schwer es ist. Ja, mit seinen ewigen Hochheilen war natürlich sehr lästig, aber... Aber sehen Sie, also deswegen ist übrigens der... Das ist so unglaublich stark, Lebenspunkte für Karten hier zu beziehen. Weil man muss... Also in Hearthstone ist es nicht ganz so, weil man halt immer angegriffen werden kann, aber... Lebenspunkte sind eine... Sind einfach nur eine Ressource, die man nutzen muss. Das ist halt...
Das muss man eigentlich auch erkennen, das ist... Oh, okay. Gut. Krasse Starthand. Finde ich gut. Ja. Ach, guck mal, na bitte. Ja, nee, den Worgen Infiltrator, ich glaube, den kann ich später nochmal zum Zweck bringen. Ich spiel erstmal das Vier, das ist, wohl eigentlich wieder... Ach, scheiße. Nee, okay, also das, was ich gerade gemacht habe, war total dumm. Ich hätte lieber den Infiltrator spielen sollen. Ach, das ist ja ein Mage! Ach, du Scheiße. Ach, ärgerlich. Das habe ich jetzt vorher nicht drauf geachtet, dass ich gegen den Mage spiele. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Also gegen den Mage zu spielen macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Also das ist, wenn man, besonders wenn man nicht selber Mage ist. Das ist auch sehr glücklich, wenn man in der Arena Mage kriegt. Also, ich weiß nicht, also ich finde Mage ziemlich dankbar. Oh, okay, der ist hinüber. Ja. Aber scheinbar hat er nichts anderes außer mein Vier die ganze Zeit kaputt zu hauen. Das fand ich natürlich auch schön, finde. Möchte ich gegen den Mage einen Flame Imp spielen? Meine eine Runde würde er wahrscheinlich überleben. Nee, ich glaube, den Flame Imp hebe ich mir auf, falls ich irgendwas brauche, was ich opfern will. Das Vier, falls er doch mal auf die Idee kommt, hier zu spielen. Und hauen ins Gesicht, so. End of turn. So, mein Void Walker entschärft wahrscheinlich gleich. Oder den Worgen. Denk mal eher den Worgen. Ach. Der Pine-Size-Summoner. Freeze all Minions. Das soll übrigens genervt werden. Ja, Freund Blase. Denkst du, jetzt kommst du damit weg, wa? Da kenne ich nichts. Da spiele ich zweimal Mortal Coil drauf. Warte mal, erstmal ziehe ich noch eine Karte. Scheiße. ja, das macht leider nicht tödlich. Aber das ist tödlich. Tja, hast du gedacht, dass du hier dein Pine-Size gespielt kriegst? Nichts. Pine-Size fällt aus. Also, der ist halt, wie gesagt, das ist halt quasi das, also, der war mal so, dass das jedes Minion, der war so wie das Summoning-Portal mal, nur halt mit nur einem Billiger, aber das... Er fängt langsam an, nervig zu werden, der Freund Blase hier. Der hat vier, ne? Ist natürlich ärgerlich. Möchte ich eigentlich, dass dieses Vieh da noch lange auf dem Tisch liegt? Ich glaube, ich hau ihn einfach jetzt... Hellfire jetzt spielen ist natürlich auch ein bisschen Verschwendung, ne? Ich möchte jetzt eigentlich nicht Hellfire spielen. Ach komm, ich hau ihn erstmal. Ich hau ihn erstmal ins Gesicht, hoffe, dass er nicht... Ach scheiße, er kann den Voidwalker ja definitiv weghauen, ne? Ja, dann kann ich leider den Tiger nicht... Obwohl, warte mal. Klar kann ich den Tiger spielen. Aber er haut mich damit vier ins Gesicht. Ah, das will ich auch nicht. Ne, dann spiel ich über ihn. Bringt ja alles nichts. Dann kann ich das wieder nicht spielen. Ja, dann live-tap mal noch. Ja. Bringt ja alles nichts. Weil das Vieh haut er jetzt 100% mit Feuerball weg. Ne, könnte er mich für 4 ins Gesicht hauen. Das, nee, das, ja. So weit, so vorhersehbar. Was macht er so? Ach, nee. So greift er jetzt mit den... Ernsthaft? Das macht er? Also gerade als Mage hätte ich da eigentlich auf eine bessere Gelegenheit gewartet. Naja, gut. Gut, hat er so gemacht. Das ist ja schön, dass er den Yeti da spielt, weil den kann ich jetzt nämlich eiskalt reinlaufen lassen in mein Giftvieh. Finde ich klasse, dass er sowas macht. Ja, ich glaube, ich spiele den Imp, oder? Warte mal, kann ich noch was für zwei spielen? Nö, ich glaube, ich spiele den Imp, ja. Sieht ja noch halbwegs stabil aus mit den Lebenspunkten. Aua. So, dann opfer ich mal kurz das Vier. Zack. Also, Best hat das eine klasse Fähigkeit. Zumindest, wenn man sie selber auf seiner eigenen Seite hat. Ich rechne übrigens die ganze Zeit mit den dicken Feuerball mit 6 Damage. Also, beim Mage darf man eigentlich nicht unter 6 Lebenspunkte kommen, sonst ist man wahrscheinlich sehr tot. So, bin ich mal sehr gespannt, was jetzt kommt. Gain 1 plus. Oh. Charge Divine Shield, Charge Divine Shield, ja, schade, das hätte ich mir anders gewünscht, aber naja, gut, was willst du machen? Aber hey, ich habe auch was mit Charge gezogen, insofern alles gut. Das Vieh hier erscheint mir auf Dauer gefährlich zu sein. Kann ich jetzt aber leider nicht viel gegen machen, das kostet mich 5 Mana. Und dann hätte ich, also ich habe insgesamt 8 Mana zur Verfügung diese Runde, aber das ist immer noch eins zu viel. Ja, gut, so many possibilities. Warte, halt anders. Eigentlich macht es überhaupt keinen Unterschied, also der Typ stirbt oder so. Also er hat halt, ja gut, der Argent Commander, der hat halt sonst nichts, außer dass er halt 4-2 ist, was irgendwie doof ist. Nee, ich möchte nicht, dass der Argent Commander weiter lange noch lebt, das möchte ich vermeiden. Das, wenn es irgendwie geht. Hau ich jetzt mal mit dem Jungen für 6 ins Gesicht? Ja, der frisst wahrscheinlich eh gleich einen Feuerball nächste Runde, was soll's. Komm, bam. Zieh mal eine Karte. Ach, machen die beiden Schüler, bitte. Ich sollte mir übrigens angewöhnen, erstmal Mana durchzurechnen, danach eine Karte, also davor, bevor ich was spiele, eine Karte zu ziehen und dann das zu machen, weil das ist, ja... Polymorph, war klar. Ich bin nicht überrascht. Kein Stück, um gar nicht zu sein. Buff. Ja, ich meine, ich spiele genauso. Was soll ich sagen? So, möchte ich jetzt Flame-Dingfuns spielen?
Ja, das Vieh da könnte halt irgendwie tödlich stark werden, aber ich glaube eher das nicht. Zählt das eigentlich jetzt Spell, das Ding hier? Der Coin? Ja, dann würde der auch schon hier natürlich viel Sinn machen. Na ja, gut. Ich glaube, ich möchte eine Wand spielen. Ja, ich möchte eine Wand spielen und dann ein Yeti. Oder nee, warte mal, ich glaube, ich möchte noch nicht den Yeti spielen. Das behalte ich mir noch hinten. Nee, ich spiele Mr. Divine Shield, dann spiele ich den Countmaster und dann bin ich fertig mit dem Zug. Ich hoffe, dass er nicht noch was Tödliches hat. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass er halt das Fiat umhaut. Das ist Mana Gorge. Okay, ich brauche eine Antwort auf das Vieh. Oh, ein Secret. Ja. So. Ach, dass alle auch immer diesen dummen Unterseegiganten da ziehen. Der kostet halt für jedes Mini, was auf dem Board liegt, einen weniger. Mann. Ja, gut, ich glaube, das naheliegendste wäre mit einem Fossil Mantle, das Vieh zu freezen. Hoffen, dass sein Secret ist wahrscheinlich eben so eine dumme Flammenfalle oder sowas. Dann zu hoffen, dass ich in der Zwischenzeit bis zur nächsten Runde mal einen Mortal Coil wer ist denn das Scheißding? Siphon Tool ist hier. Ja, das denke ich mal meine größte Hoffnung. Und in der Zwischenzeit, ja. Warte mal, Moment mal, bevor ich irgendwas spiele. Remember, kill for loss. Jo, Secret. Oh, fuck. Na ja, gut. Hätte ich nicht vermeiden können, ganz ehrlich. So, hätte ja auch was Schlimmes sein können. So, dann spielen wir erstmal den hier. Freezen das hier. Ich möchte ja nicht ungern vom 8-8er gehauen werden. Damit möchte ich mich ja zu einem späteren Zeitpunkt auseinandersetzen und dann live tappe ich nochmal. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Machen das am schönsten. Oh, das mache ich nicht. Also, wenn das so klappt, wie ich mir das denke, ist das voll geil. Dann kauft mir das noch eine weitere Runde. Das wäre richtig cool, wenn ich das so hinkriege. Scheiße. Nein. Meiner Schutzschild so zu brechen ist natürlich. Oh fuck. Ja, ich habe keine Waffe. So, warte mal. Elfenarcher. Möchte ich wirklich, dass er hier rumswappt? Ich hätte übrigens mit ihm lieber den Golem an, das Vieh angreifen sollen, ist mir so im Nachhinein aufgefallen. So, warte mal, machen wir es ja am schönsten. Ich kann. Das mit dem Ding ins Gesicht hauen, mit dem Ding auch ins Gesicht hauen, oder das Hellfire macht 4 Schaden auf alles, ne, 3 auf alle. Das kann ich mir sowieso nicht leisten, warte mal, das heißt, ich kann jetzt erstmal... Weil das Hellfire tötet ja noch nicht mal das Vieh, ey, das ist ja genial, warte mal, dann machen wir das anders. Dann hau ich jetzt erstmal... Remember, kill for loss. Ihn ins Gesicht, dann zaubern wir Hellfire. Fuck, das kann... Nein, ich kann kein Hellfire zaubern, das geht nicht. Kann ich nicht wieder ausspielen, dann habe ich das Vieh. Ah, fuck. Das kostet ja auch nochmal 6. Ah. Das ist doof. Also, ich habe nur noch 2 Mana zur Verfügung. Ich kann mit Mana-Küste noch einen mehr machen. Das kostet 8. So many. Mann, Maul, das interessiert mich nicht. 8. Mann, ich habe 1 Mana zu wenig. Ich brauche Inner Raid. Das geht ja alles. Das bringt ja alles nichts. Warte ich dann. Achso, warte mal. Schneller, ihr dumme Animationen! Gott. So. das mit den Austauschen ist halt extrem doof jetzt, aber was soll ich machen? Ach, scheiße, ich hätte noch live tappen können. Nein! Ach, Mann. Der dumme Turntimer, echt mal jetzt, ohne Witz. It's time for a little blood. Ja, das nächste muss ich halt jetzt wirklich meine Viecher opfern, das bringt ja alles nichts. Übrigens, das mit den Swappen, das hat ja anscheinend nicht so gut geklappt, oder? Weil, wie ist das denn nichts passiert? Oh. So. Destroy a Minion. Destroy. Oh! Siphon Soul! Mensch, da ist es ja! Endlich! Finally! Perfekt! Damit läuft das jetzt hier deutlich besser als gehofft, weil dann kann ich mich erstmal das hier machen. Also, ich habe genug Zeit rausgeholt hier. Wunderprächtig, ich bin ja so glücklich, dass das so geklappt hat. So, meine lieben Freunde der freundlichen Sonne. Das läuft doch schon mal deutlich besser als vorher. So, dann hau ich ihn jetzt erstmal straight ins Gesicht, spiele danach Hellfire und hab dann immer noch meinen 5-5er Golem. Alle anderen Viecher sind leider tot, aber was soll's. Aber er ist auf 3 runter, was? Ah, das reicht ja schon. Putz. Ah, Mann, schön, 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 schön. Ah, danke, danke, danke. Juhu. Ah, schön! Ah, prächtig. Ja, ich habe mal wieder glücklich gezogen, gebe ich jetzt zu. Ah, das war lustig. Das hat Spaß gemacht. So, damit haben wir schon mal einen Sieg mehr. Das geht voran, das geht voran, das geht voran. Ah.
So, 4 Siege. Na bitte, na bitte, na bitte.